Und weiter geht's mit dem zweiten Teil des Spinning Tutorials. Heute kümmern wir uns um das Spinning mit dem Blinker. Also legen wir los. Ab ans Blinkern. Natürlich können wir, wenn wir unser Belayer-Set haben, auch mit diesem Belayer-Set anfangen zu blinkern. Es gibt für das Gewässer Belayer tatsächlich auch ein paar Blinker, die ganz gut funktionieren. Schauen wir mal eben kurz rein. Da gibt es zum einen die Serie der Vaikos. Die Vaikos in ganz leicht hier mit ungefähr 8 Gramm. Diese kann man mal versuchen am Belayer, funktionieren hin und wieder mal. Aber auch die Hunter 3 Serie funktioniert immer mal wieder ganz gut am Belayer. Nichtsdestotrotz ist das Angeln am Belayer tendenziell eher für Spinning, vielleicht mal so ein bisschen mit dem Topwater, deutlich besser geeignet. Blinkern am Belayer ist vielleicht nicht so ideal und dementsprechend verwenden wir dieses Belayer Setup eher für Spinning. Und wenn es dann in Richtung Blinkern geht, dann holen wir uns ein etwas dickeres Setup. Ich habe in der Vergangenheit immer dieses Setup hier empfohlen. Und zwar die Super Duty S88H. Und dann kann man die schön kombinieren. Zum Beispiel ab Level 20 herum mit der Kaliber HSV, die man dann zum Beispiel auch als Allrounder verwenden kann, wenn man zum Beispiel ins Grundangeln geht und aber zwischendurch auch mal Spinning machen will. Also dann kann man dieses Set hier so ganz gut verwenden. Das ist geeignet fürs Angeln am Kuori zum Beispiel. Es ist geeignet auch zum Angeln am Wolchow. Allerdings ist es so, man kommt schnell an die Grenzen. Was man auch natürlich damit machen kann, man kann damit auf Hecht gehen und das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man hier an der alten Festung zum Beispiel ist und man würde gern an der alten Festung Hechte fangen, dann, ich nehme mal den anderen Hunter, nimmt man zum Beispiel hier diese Hunter-Serie, gehen wir mal rein, 1-0er Haken, ja, das sollte es schon sein. Hunter Serie 1, recht große Köder, die kann man ganz gut verwenden für Hecht. Hier müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn wir auf Hecht gehen, verwenden wir entweder ein Stahlvorfach und da ist es jetzt nicht entscheidend, dass das Vorfach leichter ist oder weniger Tragfähigkeit hat als die Hauptschnur. Da gehen wir ins Volle. Wir nehmen zum Beispiel sowas wie einen 30 Kilo Stahlvorfach. Hauptsache, die dicken Brocken beißen unser Vorfach nicht durch. Wir wollen Hecht safe hier unterwegs sein. Und ja, unser Schwachpunkt hier ist eigentlich gerade unsere Hauptschnur. Beziehungsweise so richtig kommt natürlich auch die HSV da nicht mit. 15 Kilo Bremskraft und 19 Kilo hier an Hauptschnur haben wir ja. Mehr geht da eigentlich auch nicht wirklich zu bremsen. Von daher gucken wir einfach mal gleich, ob das gut funktioniert. Was man allerdings auch machen kann, und das ist ja hier, wie gesagt, meine alte Empfehlung gewesen. Ich würde, glaube ich, mittlerweile neue Routen kaufen. Ich zeig dir mal eine. Ja, warum würde ich denn neue Routen kaufen? Denn es gibt mittlerweile ja, neue Gewässer einfach. Zum Beispiel Yama Level 30 Gewässer gab es halt damals noch nicht. Und dementsprechend brauchte man auch nicht zwingend eine Route mit einem sehr, sehr guten, geringen Wurfgewicht. Das ist jetzt anders und dementsprechend holen wir uns jetzt vielleicht schon mal eine Route dann im Midgame, die dann auch fürs Endgame noch geeignet ist. Und da empfiehlt sich zum Beispiel die Kama Mechta. Die SF78MH, das ist wirklich lohnenswert, denn das Gerät liegt bei einem Wurfgewicht von 7 bis 30 Gramm.
Also ideal, um da auch schön leichte Köder für einen Yama zum Beispiel dann sehr, sehr weit auszuwerfen. Bis 30 Gramm ist auch noch ein sehr schön hohes Wurfgewicht. Und wir haben hier eine Tragfähigkeit von 20 Kilo. Also, das durchaus ein gutes Gerät. Weißt du was? Ich kaufe mir das Teil jetzt einfach mal. Ich rede davon so häufig. Zack, ich kaufe mir das jetzt mal. Und wir testen das jetzt einfach mal direkt hier an der alten Festung fürs Hechtangeln. So, hier ist das Gerät. Ich habe gerade die letzte Route, die andere Route auseinandergebaut. Und jetzt bauen wir das hier einfach so wieder zusammen. Ich nehme hier einfach wieder die Monoschnur. Warum Mono? Weil wir ja hier mit einer Karpfenrute, also die Karpfenrolle, weil wir ja hier mit einer Karpfenrolle, also mit der HSV, die ja eigentlich eine Karpfenrolle ist, mit der gehen wir jetzt auf Spinning. Kann man machen. Ideal ist natürlich anders, das heißt, wenn man nur Spinning machen will, kann man zum Beispiel auch immer noch sowas wie eine Alpha 8000 nehmen. Richtig schön robust und auch sehr gut geeignet für geflochtene Schnur. Hier jetzt diese Karpfenrolle ist besser geeignet für Monoschnur und dementsprechend verwenden wir auch Monoschnur. Es geht immer noch ausreichend Schnur drauf. Jetzt ballern wir hier natürlich wieder das Stahlvorfach dran. 30 Kilo und nehmen dann jetzt hier den Hunter und mit dem Hunter geht es dann jetzt an den Spot. Ja, eine ganz klassische Stelle fürs Angeln auf Hecht ist hier diese Stelle, die auch sehr bekannt ist, auch fürs Karpfenangeln, fürs Amurangeln. Ein wirklich guter Spot, einer der wichtigsten Spots an der alten Festung, ganz oben hier in diesem Bereich. Top-Spot für ganz, ganz viele Angelmethoden und wir verwenden jetzt, wie gesagt, mal die ganz neue Route. So, da ist sie, die Mächter. Die ziehen wir jetzt mal eben hier rein auf die 3. So, da haben wir das Gerät. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt anfühlt. Wie gesagt, das erste Mal verwendet jetzt hier. Zack, jetzt kann ich sie nicht mehr zurückgeben. Und dann gibt es eben jetzt fürs Angeln mit dem Blinker auch da wieder verschiedene Führungsmethoden. Das Ganze ist ja immer noch nach wie vor die ganz normale Kunstködermontage. Das heißt die erste Skillung sozusagen, Kunstködermontage. Und wenn wir hier im Talentbaum mal eben gucken, beim Spinfischen haben wir erst den Spinner, dann geht es halt weiter mit dem Blinker. Allerdings, und das hatte ich auch schon in einem der Tutorials zum Talentbaum-Spinning gesagt, ich verlinke das auch nochmal, Blinker würde ich jetzt nicht so früh skillen. Man kann das, ich sag mal so, um die Level 30 vielleicht nochmal mitnehmen zum Skillen. Es ist anfangs vielleicht noch gar nicht so wichtig. Das Wichtigste sind tatsächlich hier die Talente im Spinner drin. Und dann würde ich erst nochmal die Punkte irgendwann in den Wobbler geben. Da kommen wir dann in dem nächsten Tutorial dann zu. Und dann erst als drittes, erst dann in den Blinker rein. Blinker ist zwar gut, allerdings auch wieder für spätere Gewässer besser. Also, ausgeworfen habe ich. Wir gucken mal jetzt hier von der Einholgeschwindigkeit. Gibt es da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Jetzt müssen wir mal gucken vom Setup her. Ich mache mal die Bremse erstmal so auf eine 10. Einholgeschwindigkeit mal so mittig auf 25. Und wir kurbeln ein. Wenn wir jetzt hier einfach so durchziehen, haben wir natürlich dann auch wieder die verschiedenen Möglichkeiten der Führung. Ganz, guck mal da, ganz klassisch ist es. Mit dem Angeln, mit dem Blinker, also auch eine Jig-Führung zu machen. Und eine Jig-Führung bedeutet, man kurbelt ein und macht wieder eine Pause. Und was passiert? Der Köder zieht sich hoch durchs Kurbeln, durch die Pause fällt er wieder runter und liegt auf dem Grund. Und dann wiederholt man das Ganze und er fällt wieder runter. Und das ist quasi diese Jig-Führung. Da kommen wir natürlich dann später im Tutorial zu den Gummifischmontagen, zu den Jig-Führungen nochmal extra zu. Aber ähnliches machen wir jetzt hier auch mit dem Blinker. Auswerfen. Ich mache mal jetzt nur hier so 30%, 50% bis zur Hälfte ungefähr aufgeladen. Und jetzt drehe ich hier einmal, zweimal, Pause. Und da steht schon unten Jig-Führung. Ich mache das nochmal, zwei Umdrehungen, Pause. Und das ist eine der wichtigsten Methoden
bei der Führung mit dem Blinker. Und da gibt es dann allerdings auch verschiedene Möglichkeiten, das wieder abzuwandeln. Das heißt, wir können das Ganze natürlich auch erstmal richtig schnell machen, was auch zum Teil notwendig ist, wenn man an einem Gewässer angelt, wo die Strömung sehr stark ist. Wenn wir zum Beispiel gegen die Strömung hantieren, brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel Tempo. Wenn wir dann mit der Strömung jiggen wollen, brauchen wir viel mehr Tempo. Das heißt, wir können ja auch mal auf eine 50 hochgehen. Mit Shift kann man das auch machen. Das funktioniert am Yama immer mal wieder ganz gut, dass man da super schnell unterwegs ist. Ihr seht, auch da ist die Jigführung, zack, sogar wieder eine reingerasselt hier. Ein kleiner Hecht hat sich da verleiten lassen. Und ja, das sind halt die Jig-Führungsmethoden. Dann können wir hier mit den Blinkern auch sehr gut sowas machen wie, schon wieder Biss, sowas wie Stop and Go. Auch das funktioniert immer wieder ganz gut. Also wir werfen einmal aus, jetzt hoffen wir mal nicht auf einen kleinen Barsch. Und dann kurbelt man hier einfach durch, macht eine Pause und kurbelt weiter. Ungefähr 5 Drehungen so. Wieder eine kleine Pause, weitermachen. Es ist jetzt hier an dem Gewässer gerade sehr schwierig. Doch, da kommt noch Stop-and-Go-Führung. Es ist an flachen Stellen sehr, sehr schwierig, denn das Stop-and-Go es ist quasi ein halbes Jiggen. Das heißt, wir machen zwar dieses Einkurbeln und Absinken lassen, aber wir lassen ihn nicht ganz absinken. Das heißt, der Köder darf den Untergrund nicht berühren. Wenn er das tut, kommt man aus dieser Stop-and-Go-Führung sofort raus. Mit der zweiten, also mit dem zweiten Mal, wo der Köder dann den Grund berührt, würde man automatisch in die Jig-Führung gehen. Heißt also, das empfiehlt sich zum Beispiel am Koori. Da geht das richtig gut. Da muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen, denn auch am Koori gibt es Hechte. Und gerade dieses Abstürzen des Köders, er fällt richtig in die Tiefe. Ihr könnt das am Koori mal gerne beobachten, da ist ja super klares Wasser. Gerade diese Hunter-Serie stürzt regelrecht kopfüber in die Tiefe, wenn man lockere Schnur lässt. Und das triggert die Hechte ganz ungemein. Also das lohnt sich tatsächlich immer mal, um es zu probieren, wenn man auf Hecht geht. Ja, wie gesagt, Grundberührung stand jetzt hier gerade, das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Dann kommen wir danach halt in den Jig. Und auch da, zack, haben wir dann, naja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gehen wir mal ein bisschen höher rein hier. Jawohl. Und guck mal hier, wir haben hier sogar richtig schön ein vernünftiges Gewicht hier dran. Schöne, der Vorteil ist jetzt hier natürlich bei der monofilen Schnur. Wir gehen natürlich hier in den Blank wieder rein. Dieser 90 Grad Winkel, der Hecht soll sich richtig schön in der Route verausgaben. Und dazu kommt, wir haben hier eine weiche Schnur, also monofile Schnur, hat so eine leichte Gummiwirkung. Und dadurch können wir die Fische nochmal schneller müde machen. Sie verausgaben sich an dieser Gummiwirkung. Schöner Brocken, über 7 Kilo, schmeckt richtig, bringt auch richtig gut Kohle. So macht das natürlich Bock. Ja, nächste Möglichkeit dann, wir können damit einfach durchziehen. Zack, einfach durchleiern. Ne? Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit, was man da ganz gut machen kann. Auch hier gibt es ähnlich wie bei den Spinnern und bei dem Spinning Tutorial hatte ich das ja schon gezeigt. Es gibt da die Möglichkeit, dass man dann hier die Geschwindigkeit anpasst. Und zwar so, hier unten hatten wir schon. Genau, jetzt wiggelt auch da der Blinker richtig schön. Man sieht es dann immer unten an der Action Bar. Und auch hier variiert es dann natürlich zwischen mit der Strömung ziehen und gegen die Strömung ziehen. Auch da ist es dann natürlich immer unterschiedlich. Hier an der alten Festung haben wir natürlich keine Strömung. Dementsprechend entspannt ist das Ganze. So. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten. Zack, schon wieder Biss. Ihr seht also hier Hunter-Serie und alte Festung. Wirklich, wirklich gut, ey. Immer wieder gut. Eine klassische Methode auch hier ist Einholgeschwindigkeit 50 mit Shift durchziehen. Richtig schnell. Und dann wieder eine kurze Pause machen. Wie gesagt, auch das triggert immer mal wieder hier ganz gut an der alten Festung die dicken, fetten Hechte. Ist aber natürlich, zack, ist natürlich auch immer so ein bisschen wetterabhängig, ob das gerade gut funktioniert. Allgemein kann man sagen, Hechtangeln immer gerne in den Morgenstunden, so zwischen 6 bis ungefähr 11.
und danach geht es dann wieder so ab 17 Uhr bis ungefähr 23 Uhr los. Je nach Gewässer variiert das schon mal so um eine halbe Stunde. Aber das ist so die wichtigste Zeit. Mittagszeit ist immer so ein bisschen Flaute beim Hechtangeln. Ja, wo kann man eben das Blinkern noch machen? Natürlich am Kuori. Und wenn man dann am Kuori ist, kann man das sehr gut auch verwenden, wenn man einfach im Boot sitzt und schleppt. Auch das durchaus möglich. Immer mal wieder testen. Speziell auch hier diese Hunter-Serie funktioniert super. Schön mit zwei oder drei Routen, links und rechts, einfach eine Runde schleppen gehen. Auch da kann man dann wieder dieses Abstürzen der Köder ein wenig simulieren, variieren. Das heißt, man geht einfach mal zwischendurch aus diesem Trolling-Gang raus. Die Köder fallen dann nach unten und dadurch triggert man dann wiederum die Fische. Ja, so viel zu den Blinkern und zu dem Verwenden der Blinker. Auch da wieder ganz wichtig, wie bei allen Spinning-Methoden, achtet auf Farben. Versucht, das Wetter und die Farben zu kombinieren. Macht euch Notizen dazu, welche Farbe funktioniert zum Beispiel besser in der Nacht. Welche Farbe funktioniert zum Beispiel vielleicht eher bei Regen oder bei bewölktem Wetter oder dann, wie gesagt, bei Sonnenschein. Auch das hat immer wieder Einfluss auf die Köder. Dazu kommt, wie bei allen Kunstködermethoden, das ist dann auch später bei den Wobblern dann wichtig im nächsten Tutorial, die Form des Köders ist entscheidend und dann, wie gesagt, die Kombination mit der Farbe. Form, Farbe und vielleicht auch noch Tauchtiefe, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und wir haben, wie gesagt, hier bei den Kunstködern beziehungsweise hier speziell bei den verschiedenen Blinkern ganz, ganz unterschiedlichste Farben. Wie gesagt, hier ist Sotori 22, eine super Serie, die immer wieder gut funktioniert. Aber eben auch hier die Serie der Slimshots, auch das später für den Yama immer wieder wichtig. Relativ günstige Köder, die halt top funktionieren. Die gesamte Serie der Hunter absolut zu empfehlen, auch für den Anfang. Da würde ich allerdings die Hunter Serie 1 nehmen. Das ist so die wichtigste Serie hier. Hunter Serie 1001 bis 100, was ist es? 9, 11, 12 sogar. Genau, das heißt, das sind richtig gute Blinker für den Anfang, speziell eben auch fürs Angeln am Kuori oder eben fürs Angeln auf Hecht. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Das hilft und freut mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Tutorials oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr. Petri.